Ich, Attel, wieder diesen Albtraum, Präsident. Nicht die Pinguine, sondern die Zerstörung Tropikos durch fallende Bomben. Moin Moin, Leute, herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Tropico 6 mit einer weiteren Folge. Hier im Livestream-Chat wird sich gewünscht, dass sämtliche Bürger mehr Geld verdienen. Das muss Fettpräsidente leider ablehnen. Das würde uns wirtschaftlich ruinieren. Wir haben jetzt eine 500.000 auf dem Konto. Wir brauchen aber ein paar Rücklagen. So, wir sollen jetzt Wachtürme modernisieren. Das habe ich jetzt keine Ahnung. Das sind die Dinger, oder? Die können wir modernisieren. Das habe ich nicht gewusst. Das mache ich gerne. Nichts lieber als das. Angriff ist die beste Verteidigung, Präsident. Ja, machen wir noch mehr Zustimmung, Leute. Es sind Wahlen. Wir werden heute in der heutigen Folge Wahlen erleben. Das sind, glaube ich, unsere dritten freie Wahlen. Ja, wir machen freie Wahlen. Es war gut mit Ihnen Geschäft. Noch haben wir es nicht nötig hier sozusagen. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger... So, jetzt haben wir gerade alles Mögliche nochmal schnell weggeklickt. Einmal freie Wahlen gestartet, einmal gesagt, jo, komm, hier haben wir geschafft. So, jetzt müssen wir den Achsenmächten noch handeln, Öl herstellen, das läuft. Die Kapelle wird gebaut. So, von daher. Ist er hier auch schon fast fertig, oder was? Ist der noch einen erfüllt? Eine gute Tat, Präsidente. Ich brauche das Geld nicht. Ich bin dafür den Ruf jetzt. Moinsen. Sei gegrüßt. Habt ihr zufällig noch rausgefunden, Tom, welcher Mod schuld ist? Also mein Mod ist natürlich einer schon mal in Kombination mit irgendeinem anderen Mod schuld. Aber welcher? Schönes Meer, da kriegt man Lust auf Urlaub. So, was ist jetzt mit unserer Korruptionsgeschichte? Ich weiß nicht, die bekämpfen. Das scheint auch so funktionieren. Ich warte jetzt die Wahl ab einfach, ne? Das kann er jetzt ja eigentlich lassen. Den können wir jetzt beenden, den Notfallauftrag. Jetzt geht es eigentlich darum wieder... Ach, warte mal, haben wir unser Lager? Hier. Lager. Arbeitung gestalten. Luxusgüter. Mineralien. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte Nickel lagern... 10.000 kann ich nur lagern. Lagere hier Nickel und gestalte Nickel aber auch zur Verarbeitung freizugeben. Schon wieder Feuer? War ein wahrer Erdrutsch, Präsident. 780 Stimmen für uns. 50 für den Rivalen, die anderen sind Kinder. Das sind Zustimmungswerte, von denen können Politiker nur träumen. So, aber hier, aber gut. Ich bleibe aber dabei. Ich will eigentlich meins nicht ändern. Da sind wir auch gleich mit durch. 125 Tage noch. Oder Invasion durch Alliierte 1 von 6. Brechen Sie das Bündnis Achsenmächte nicht. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr 57. Genau. Das ist schon eine Hausnummer, Leute. Aber wir gehen das, also wir haben ja gar keine Auswahl, ne? Das müssen wir machen. Finde ich immer, erreiche die Zustimmung. Wir haben ja gesagt in der Wahl, dass wir für mehr Spaß sorgen wollen. Also werden wir jetzt auch in Kürze für mehr Spaß sorgen. Das können wir natürlich schon mal, indem wir überall gucken, was sind eigentlich alles aktuell unsere Spaßgebäude, dass wir bei dem schon mal das volle Budget freigeben. Da können wir mit Sicherheit schon mal so ein bisschen was an der Zufriedenheit denn machen. Da sollte ich aber mal im Infofenster gucken, was für Spaßabdeckung ist. Das finde ich so aber nicht raus, ne? Taverne ist auch Spaß. So, naja.
Also solange die Wirtschaft so gut läuft und wir da kein Problem haben, ne? Dann hauen wir mal rein da. Ich weiß gar nicht, warum man hier schon wieder nervt. Das ist doch schon gesagt. Ich möchte das einfach alles so lassen. Bin zufrieden mit dem, wie es läuft. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Nee, labert mich nicht voll. Brauche ich nicht. So, da fehlt uns wieder ein bisschen was am Punkten. Die kriegen wir schon. Generell, wie krass voll die Insel mittlerweile ist hier, ne? Schon schön. Hier oben geht es jetzt weiter. Hier drüben geht es bald weiter. Denn, ja, Tourismusbereich erschließen. Das kommt alles noch. Da müssen wir noch eine Yacht bauen für... Das kommt auch alles noch. Da müssen wir echt mal bald mal gucken hier, wie das weitergeht. Ein Yachtwerft hier. Das kostet 40 Strom. 6. Jo, machen wir mal. Eine Ballonfabrik. Verarbeitet Gummi und Ballons. Herstellt und verursacht Umweltverschmutzung. Textilfabrik haben wir noch nicht. Eine Waffenfabrik haben wir. Hotz. Das erscheint mir mal ein bisschen größeres Bauprojekt. Das machen wir mal. Wir bauen Yacht. Yachthafen. Man kann natürlich auch versuchen, dass wir Billigkram importieren, ne? Aber wir können auch echt gar nicht so richtig viel lagern. Also wenn man mal 10.000 lagert, das ist ja nicht so richtig viel. Planken. So, guck mal, 42 von 57. Puh. Dabei habe ich jetzt schon bei einigen... Nein, die glorreichen Achsenmächte können nicht verloren haben. Das muss ein Fehler sein. Okay, danke Tom. Servus, mal moin. Ja, da muss man ja nur einmal, also wegen dem Test, wenn du den Mod bei dir noch nicht gelöscht hast, müsste man ja nur einmal diesen Mod aktivieren. Und dann den Spielstand wieder starten, Tom. Und wenn dann die tatsächlich wieder weg sind, die Tiere, dann weiß man genau, dass es der Mod da schuld ist. Wenn denn die Tiere noch da sind, dann ist es nicht der vom LSFM. Aber es ist natürlich nervig. Ich weiß nicht, wie viele Mods du vorhin tatsächlich deaktiviert hast. Wenn du Lust und Zeit hast, die nächsten Tage mal, vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit, relativ auf einen schlanken Test zu machen. Das dauert ja nur 5 Minuten und dann weiß man's. Ich hab den Mod halt nicht. Kann ich natürlich auch mal suchen und gucken, was passiert, wenn ich den hab. So, aber okay, hier sind wir jetzt bei den 8. Ja, wir wollen jetzt in den Kalten Krieg voranschreiten, dann sind wir im neuen Zeitalter. Das ist so, ne? Die Kriege sind vorüber, Präsident. Ich würde euch küssen, wenn das nicht Hochverrat wäre. Okay. Jetzt geht's weiter, Leute. Es wird noch komplizierter, noch umfangreicher. Das, Präsidente, ist das heutige Codebuch. Morgen wird es ein neues geben. Jeder Versuch, mit dem Code von gestern zu kommunizieren, wird Sie als Feind entlarven. Jeder Versuch, mit dem Code von morgen zu kommunizieren, wird Sie als Idiot entlarven. Der Name Nadja Kuznetsov wird nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit mitgeteilt, aber ich freue mich, Sie kennenzulernen. Man muss unserem System eine Chance geben. Schließlich ist es ein utopisches System. Aber der Planet gehört nicht uns allein und besonders die Amerikaner arbeiten ungern mit anderen zusammen. Während wir also versuchen, im größten Land der Welt das Leben aller Bürger zu verbessern, müssen wir uns auch gegen amerikanische Atomwaffen und Cowboys dahingestellt verteidigen. Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Die Westmächte. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Präsident. Ich traue Ihnen nicht. Sogar Colonel Buck Scott, Uncle Sams Kommunistenjäger Nummer 1, braucht mehr als nur einen Handschlag, um beurteilen zu können, wie rot eine Person ist. Wie rot sind Sie, Präsident? Fuchsia? Ein wenig Mauve? Oder Weinrot, Präsident? Wissen Sie, warum ich den Planeten so liebe, Präsident?
Ich wurde hier geboren. Er ist mein Zuhause. Hier gehöre ich hin. Zu den Regenbögen und den Bäumen und den kleinen Tierbabys. Deswegen bin ich Sunny Flowers. Und wenn irgendwer Mutter Erde ausbeuten will, sage ich, hey, so nicht, Präsidente. Sie ist unsere Herz-Lungen-Maschine und ohne sie würden wir ganz schön nach Luft schnappen. Tom, vielen Dank fürs Testen. Dann können wir das ja so in Zukunft weitergeben, wenn irgendjemand meckert. Weil ich hatte auch nochmal E-Mails zu dem Thema, wo es nicht funktioniert. Ich sage, ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Kann nur ein Mod-Konflikt sein. Wie ein Mirage-Pack, Erweiterung vom LSFM. Danke dir. Müssen wir mal rausfinden, was macht das Mod-Pack denn eigentlich so ungefähr. Aber dann schreibe ich mir mal kurz auf, mal kurz eine Notiz machen, liebe Leute. So. Gut, Umweltschützer haben wir und die Industriellen. Ich möchte mich vorstellen, Präsidente, wie es sich für einen Gentleman gehört. Ich bin Harland Zander, Führungsfigur und Freund der Reichen. Mit Freuden eigne ich mir die Schätze dieser Welt an, von denen ich in vielerlei Weise profitiere. Besonders gerne grabe ich Dinge aus, um sie zu vermischen, einzuschmelzen oder zu verbrennen. Ich gebe zu, das Verbrennen gefällt mir am besten. Ja, machen wir. Eine strahlende Zukunft der Zusammenarbeit von Ost und West erwartet die Nachkriegswelt. Ökologie. Abgasfrei senkt die Umweltverschmutzung von Industriegebäuden um 75% und die Effizienz um 10%. Der Ruf bei den Industriellen verschlechtert sich dabei um 10%. In Anerkennung der Energieeffizienz senkt den Energieverbrauch von Industriegebäuden um 20%, senkt die Effizienz von um 5%. Umwelt 5, die Unterhaltung von Industriegebäuden wird um 5%. Das hört sich gut an. Die Umweltverschmutzung. Nee, Umweltverschmutzung möchte ich nicht mehr erhöhen. Gewaltenteilung. Keine Teilung. Kosten für Bürgeraktionen sinken um 90%, außer die Bedächung. Forschung unnötig, Forschung unnötig. Naja, gut. Änderung bestätigen. So, wirksam bis 1971. Wir sind im August 1961. Boah, wir haben wahrscheinlich jetzt wieder einiges freigekriegt, weil die anderen, die gibt es jetzt nicht mehr sozusagen. Wir haben jetzt neue Fraktionen hier. Die Ananas, das läuft noch. Das wird auch wohl zu Ende abgearbeitet. Und wir müssen jetzt mal gucken, wer möchte denn mit uns handeln. Die Sowjets. Ja, 10.000 oder 60.000. Das sind aber andere Summen jetzt, ne? Rum. Ja, aber ich mach das mal mit 60.000. Das dauert natürlich dann auch echt lange. Das macht aber auch nichts. Ich möchte aber so ein bisschen trotzdem auch vielleicht dafür sorgen, dass wir bei beiden was machen, damit wir die Zufriedenheit einigermaßen wahren. Oh, auch Autos und Möbel und ja gut, Konserven haben wir ja aber noch nicht so viel, ne? Wir müssen die Wirtschaft weiter ausbauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mehr produzieren, aber wir können natürlich teilweise Effizienzen steigern. Wir sind ja einen praktischen Zeitalter weiter. Ja, aktuell ist die Zufriedenheit ja noch gut. Wir werden gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten ergibt. Ich bin immer noch bei der Spaßzufriedenheit waren wir eigentlich immer noch, ne? Und das Ding ist, wir müssen jetzt erhöht das Unterhaltskosten um 10%, bessere Schaumfelder, verbrauchte. Egal. Wir müssen eigentlich theoretisch jedes Gebäude jetzt gleich nochmal wieder durchgehen, weil wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter. Und das heißt, wir können wahrscheinlich bei vielen Gebäuden Verbesserungsstufen upgraden. Exporte Press. Ja, machen wir. Euer Genie ist unbestreitbar, Präsidente. Reinigen Sie verschmutzte Unterhaltungs-, Wohn- und Tourismusgebäude. Nutzen Sie eine Müllhalde- oder Recyclinganlage, um Gebäude zu reinigen. Wie das geht, weiß ich noch nicht. Reinigen Sie verschmutzte Unterhaltungs-, Wohn- und Tourismusgebäude. Bitte. Atomkraftwerk, das ist gut. Brauchen wir Uran und können wir viel Strom produzieren. Ein Zeitenkraftwerk, das wäre natürlich noch nice, aber wegen tolle Stromerzeugung, oder? Das ist, glaube ich, immer die Range, oder was? Ich baue das mal hier irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwas hin muss oder nicht. Ich baue das einfach mal dahin.
Unser Spaß, Zufriedenheit, Leute. Ich versuche mal so jetzt mal auf Pause kurz mal zu machen. Also Spaßabdeckung. Spaßqualität. Das ist halt, die Spaßqualität ist halt nicht so spaßig. Feuerschutzsystem. Der Zukunftsschock. Kann er eintreten? Kanaluno hat berechnet, dass sich die Technologie niemals so schnell ändern wird, dass der Mensch sie nicht beherrschen kann. Was für eine Erleichterung. Bei dem gibt es keine Effizienz. Man kann sogar nur Touristen machen. Eine Tanzschule. Ein Restaurant, da haben wir aber auch schon eine Gefriertruhe mit rein. Senkt die Gebühr um 20, ist arm. Jeder Bürger, der sich orientiert, Theater besucht, hat eine Chance auf Effizienz 2, einen Ruf bei der Bessert. Naja, hat jetzt nicht so den richtig positiven Effekt, ne? Nicht, warum die hier so unspaßig sind, die Leute. Es müsste theoretisch nicht alle grün sein, damit wir irgendwie eine gute Spaßabdeckung haben. So. Werden wir aber noch rausfinden. Ja, wir werden ja noch einige Spaßgebäude vielleicht bauen können, die noch mal ein bisschen Bespaßung sorgen. Hier der Botanische Garten ist auch Spaß. Das Ding ist ja auch theoretisch. Oh, guck mal, hier können wir gleich das machen und das machen. Und mehr Geld dafür ausgeben. Also eigentlich müsste das jetzt schon, genau. Also es erhöht sich auf jeden Fall schon mal von 41 auf 42. Hat jetzt ein bisschen mehr auf. Wir wollen aber, ich glaube, ich mache das mal, dass wir hier drüben diese tollen U-Bahn-Stationen. Passagiere können zwischen beliebigen U-Bahn-Stationen auf derselben Insel reisen. Verbessern die Wohnqualität von Wohngebäuden und Tourismus. Ja, okay. Eine Fischfarm. Produziert Fisch und Meeresfrüchte. Eine Ölplattform. Fordert Öl aus unterirdischen Plattformen. Industrie. Eine Fahrzeugfabrik, eine Plastikfabrik. Eine Schmuckfabrik, Möbel, Schokoladenfabrik. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht mal geschafft. Convencilio, das ist so praktisch Wohngebäude mit von ordentlicher Qualität für 20 Haushalte. Wohnqualität verschlechtert sich mit der Zeit. Mieter müssen mindestens arm sein. Eine Mietskaserne, abgesicherte Luxusvilla, eine schwimmende Villa. Braucht auch Strom. Krass. Hier, guck mal. Hier haben wir nämlich ganz viel neu. Also diesen Kirmes hier brauchen wir. Wir brauchen vielleicht eine Spielhalle. Stadion. Partyzerbeline. Schwimmende Restaurants. U-Boot-Touren anzubieten. Bietet Spaß für Besucher und Touristen. Bevorzugt von Touristen, die die Nervenkitzel suchen. Die Besucher müssen gut situiert oder besser sein. Muss auf dem Wasser platziert werden. Wir werden jetzt erstmal gucken, wenn wir jetzt mal hier nochmal schauen. Die Spaßzufriedenheit. Spaßabdeckung, ne? Oder warte mal, ne, machen wir nochmal Spaßqualität. Das ist halt hier nicht richtig gut. Weiß nicht, warum der keine Spaß. Normale Unterhalt, warum der keine Schönheit in der Nähe um 5. Arbeitsmodus Haus angeben. Ja, schönen Feierabend. Danke dir fürs Reinschalten. Danke für die Info.
Gut zu wissen. ...42 von 57, hat hier diese riesige Werft. Monstergebilde. Na gut, aber wir sind praktisch, man kann sagen, in einem neuen Zeitalter angekommen und werden mal schauen, wie es im nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss, tschüss.